Management studieren. An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best-of der Learnings, hier für euch als Reihe. Wenn wir hier langlaufen, weil wir da wirklich nicht durchkommen, weil das eine Runde. Deswegen gehen wir hier an den Sessel, gehen wir am Parkplatz vorbei und gehen wir hinten ins Feld. Für mich sollen die Studierenden vor allem erkennen, dass sie zukünftige Wahrnehmungsexperten sind. Das heißt, sie müssen bei sich selbst anfangen, eine Wahrnehmungsexpertise aufzubauen, wie sie auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Gegebenheiten reagieren und diese Reaktion lernen zu managen und für sich selbst eben auch zu steuern. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich hoffe doch sehr. Wir meistern das schon. Fluss entlang oder? Hier sind Fußstapfen. Ja, hier sind Fußstapfen. Ja. Das ist blau, der Fluss ist. Ach so. Jo, passt. Gerade eben hat er wahrscheinlich hier einen Weg gesehen. Ja, da sind wir gerade rüber. Rüber und dann halt da. Die Idee war halt, dass wir jetzt hier rechts dann gehen und dann hier durch. Das war unser Plan, ne? Genau, aber ich denke mir halt, wenn hier ein Weg wäre, dann hätten sie auch gleich die Lift ganz nach unten bauen können. Da oben geht es nämlich gerade nicht weiter. Da sind eigentlich nur, ich glaube, eine Schlucht, eine kleinere. Da hoch. Was nicht noch so ein kleiner Weg ist, probieren wir mal aus, ob das klappt hier. Gar nicht weiter? Kommt Gatter. Oh. Alles klar. Ach so, ja gut, kann man hier das Gatter aufmachen? Muss hingehen, also hier ich bin hier ich sehe da nichts. Dann holen wir links. Hab ich ein Schild, da? 48 echt immer gesehen. Also deswegen glaube ich nicht, dass wir so falsch sind. Also mittlerweile vielleicht, aber so war es zumindest nicht. Ja, ist doch mal diskutieren. Wenn wir nicht einfach vom Weg abbekommen, zweimal. Umso frischer sind wir.